Jetzt gehen wir mal endlich den Weg dort, den wir schon lange gehen wollten. Durch die rechte Tür durch. Sehr gut. Ich hoffe, wir müssen jetzt hier noch nicht nochmal an dem Hausmeister vorbei. So, hier ist ein Checkpoint. Die Nummer sind wir wieder losgeworden. So, hier. Zack. Oha. Sind die Sicherungen rausgeflogen? Muss ich sie wieder reinstecken? Die Sicherungen oder was? Magnu. Hier nochmal Hebel. Die Sicherung will nicht drinstecken. Tja. Geh mal durch. Knops, Knops, Knops. Das klingt irgendwie nach Chips, oder? Klingt das nur für mich so, aber es klingt irgendwie wie Chips. Das klingt nach Chips. Knops, Knops, Knops. Ach du Scheiße. Heiliger Bambam. Der Hausmeister. Ah, verdammt. Da müssen wir durch. Kann man ihn mit der Sicherung erschlagen. Was für eine Möglichkeit. Aber irgendwas hat es mit der Klappe noch auf sich. Irgendwas hat es mit der Klappe auf sich. Die Sicherung hier rein. Was ist Fact? Nur, was für ein Fakt hast du? Ach so, Fun Fact, ich esse gerade Chips. Ach so, kam mir das Geräusch bekannt vor. Und ist es dasselbe? Ist dasselbe Geräusch wie Chips? Können wir mal vergleichen, hier. Ich bin gleich wieder da. Hier. Einmal ein bisschen Chips verkrümeln. Nimm einen Chip in die Hand und zerkrümle ihn. Wie hört sich's an? Ähnlich. Können wir mal den Test machen. Chips Krümel. Irgendwie ein bisschen, oder? Schon. Schon, oder? Hausmeister? Ach, der hört uns, wir wollen mit Chips laufen. Verdammt. Aha. Dann ist die Sicherung wieder reinstecken. Aber die geht nicht. Die funktioniert nicht. Die ist alle. Die Sicherung ist kaputt. Können wir versuchen, aber. Ein bisschen Hausmeister kaputt machen. Das ist blöd. Wie werden wir den Hausmeister los? Der hört uns nur bei den Chips. Jetzt sehe ich nichts mehr.
Jetzt sehen wir ihn nicht, aber er hört uns. Na, schöne Wurst. Ich muss ihn wirklich mit der Sicherung abwerfen. Wir lassen die Sicherung erstmal gut sein. Vielleicht hört er uns nicht, wenn wir... Vielleicht können wir irgendwie die Chips auf dem Boden übergehen. Ich meine die Kohle. Die Kohle auf dem Boden. Wenn es nicht knapp macht, dann hört er uns nicht. Wenn Möglichkeit. Okay, können wir hier vielleicht irgendwie hoch? Können wir nicht. Können wir hier vorbei, ohne gehört zu werden? Das können wir. Wir müssen uns wieder vorbeischleichen. Hausmeister. Verdammt! Da können wir durch die Tür. Das kriegen wir hin. Wir können uns an ihm vorbeischleichen. Schleichen. Was wir mit der Sicherung machen, weiß ich nicht. Lass mal vielleicht mal gut sein. Da könnten wir höchstens die Klappe da aufmachen. Wofür die gut ist, weiß ich auch nicht. Wir können die Taschenlampe ruhig anlassen. Die tut uns sowieso nicht sehen. Ist blind. Vielen Dank. Vielen Dank. Verdammt. Vielleicht muss ich mal weniger rennen. Mehr schleichen. So, hier mal. Knops, Knops. Hier lang, hier lang. Verdammt, der greift mich. Da kommen wir nicht weiter. Wir müssen ihn irgendwie ablenken können. 5 Minuten haben wir noch. 6. Verdammt. Wir müssen vielleicht ein bisschen sprinten. Bevor er es bemerkt, hier durch die Tür. Vorsprung. Verdammt. Mit dem Tisch durch vielleicht. Wir sind weiter. So, ich komme mir mal einen Schluck. Kurz mal was trinken. Ja, trinken ist wichtig. Hashtag hydriert euch. Habe ich eine Stunde ohne Getränk wieder aufgeholt. War nötig. Ich trinke immer viel zu wenig während des Streams, weil ich immer kommentiere und so weiter. Vergiss immer zu trinken. Wenn ich auf Twitch wäre, dann würde ich mir so ein Kanalpunktesystem einrichten. Nicht. Aufhalt. Auf Twitch gibt es ja dieses Kanalpunktesystem, dass man da
dass man da sich für eine bestimmte Kanalpunktanzahl von den Zuschauern Trink mal was angeben lassen muss. Kann. Ich muss. Puh. Jemand unter durch. Was, wie hat er mich jetzt gegriffen? Ich war doch Kilometer weiter entfernt. Ich war doch da. Das waren doch sicher 20 Meter. Kilometer wäre übertrieben, aber der stand doch noch vorm Schreibtisch und ich stand, ja gut, der hat lange Arme, aber so weit durch den Schreibtisch durch. Ich meine, ich habe hier nichts gesehen im Dunkeln, aber nein. Irgendwie hört er mich. Irgendwie. Hier durch. Ohne auf Kohle zu treten. Und nur. Was machen wir, wenn wir hier sind? Verdammt. Da kommen wir nicht mehr weiter. Vielleicht wäre es gut, hier mal die Technik auszulösen. Ich bringe die uns da hinten irgendwas. Ich weiß nicht, ob wir die mitnehmen sollten. Mitgenommen. Ja, die leuchtet doch. Vielleicht kann man die mitnehmen. Brauchen die dann dort hinten irgendwo für? Dann wäre eine Möglichkeit. Dass wir die Sicherung irgendwo für brauchen. Hier durch. Verdammt. Das ist eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wofür wir sie da hinten brauchen. Maximal, um den Hausmeister abzulenken. Das können wir mal versuchen, den Hausmeister damit abzulenken. Die mal in die falsche Richtung werfen. Das hat ja bei der Granny im Wasser sehr gut geschafft. Bei der Granny hat das ja sehr gut geklappt. Das hat ja. Die haben wir ja sehr gut. Weil ja hier, dass man sie so wirft und dann abgelenkt davon ist. Das hat beim Hausmeister doch schon öfters geklappt. So, wenn er hier in der Nähe ist. Da hinten. Dann sehe ich hier nichts. Gutes Licht bräuchte man natürlich noch. Muss man dann natürlich gleich die Laterne anmachen. Die Taschenlampe. Ein bisschen Lärm machen in der falschen Richtung. In der Hauptstory haben wir das mit diesen Klimperaffen gemacht. Diesen Schellenaffen. Diese klimpernden Affen. Die haben wir mit ihren Musikdingern. Ich weiß nicht, wie die heißen. Die Schellen. Ich glaube, Schellen heißen die. Diese gruseligen Äffchen. Spielzeuge. Bräuchte ich mal Licht, damit ich nicht sterbe. Ich habe keinen Plan, wofür ich das brauchen könnte. Vielleicht brauche ich das am Ende noch, den Strom. Gut, aber das werden wir wohl im nächsten Part erst rausfinden. Im nächsten Stream. Ich sag mal, damit ich noch umsichtig gefallen haben, lassen wir da neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Im nächsten Part. Habt noch einen angenehmen Tag und ja, dann werde ich hier gleich auch den Stream beenden, die Aufnahmen beenden, den Part beenden. Haut da rein. Ein kleiner verzweifelter Versuch. Na komm. Ja gut, na dann.
soll es das für heute gewesen sein.